Allerdings hätten wir dann nur 20% an Förderung erhalten. Jetzt hat es vom Bund und vom Land besondere Förderung gegeben, wo gesagt worden ist, dass wir bestimmte Maßnahmen, wo wir genau einfallen, rund 70% der Kosten übernommen werden. Und da haben wir dieses Anzug gleich eingereicht beim Land Steierwald und man wird sehen, wie das nachher ausschaut. Nachdem das Ganze schon bereits in der alte Bau, der, wie man hier sieht, in den 75er Jahren gemacht worden ist, sind wichtige Maßnahmen zu machen. Das sind die Fenster sind zu erneuern, die sind schon etwas desolat. Und vor allem die Dachkonstruktion hält nicht mehr den Berechnungen, denn der Schneelaus in dem Sinne stand, wie Stand der Zeit heutzutage wäre. Und aus dem Grund ist es notwendig, dass eben die gesamte Dachhaut überarbeitet werden muss. Und das ist natürlich ein großer Kostenfaktor, aber nicht nur, jetzt, dass man das Dach und die Fenster macht, sondern wie da werden schon wir und auf den letzten Stand. Ja, ein wichtiger Punkt, der immer wieder angesprochen wird, ist der Flächenwidmungsplan. Ich habe einfach jetzt nur einen Auszug gebracht, wie so ein Flächenwidmungsplan ausschaut, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Wesentlich ist, warum ist das ein Punkt? Es gibt da verschiedenste Gebiete, es gibt da ein Kerngebiet, das ist Dunkelrot, dann gibt es ein sogenanntes allgemeines Wohngebiet, das ist das Orange. Der Hellrot kann man sagen, so wie es das wieder fragen kann, das orange Gebiet ist nachher dann das reine Wohngebiet, was man da hat. Und dann gibt es noch violette Flächen und noch andere Flächen, das dritte, die violetten, zeichnen im Gewerbegebiet. Und da gibt es noch so hellrote Flächen noch im Industriegebiet, die auch noch ausgewiesen werden. Das ist nur kurz aber einfach zur Erläuterung, was diese verschiedenen Flächen bedeuten. Und da gibt es für jede Fläche gibt es eine eigene Zuordnung von Bebauungsplänen, wo genau geregelt ist, wie man dort bauen darf, zum einen. Und zum anderen ist dort ganz wichtig, steht dort noch dabei, in welcher Baudichte das dort gebaut werden darf. Und es gibt viele Gebiete, wir haben vorhin die eine Folie gesehen, von der Abflussuntersuchung von der Keiner, vor allem die Birkenstraße und genau draußen das Stadt betrifft, da gibt es auch einige ausgewiesene Bauplätze, die zwar als Bauplatz bewilligt sind, allerdings kann man sie nicht bebauen, weil dort Hochwasser ist, entweder 100-jähriges oder 30-jähriges. Und es wäre nur möglich, dass man eben über die BH, über die Bezirkshauptmannschaft eine Wasserrechtsverhandlung beantragt. Und das ist aber sehr, sehr kompliziert daher. Und in den seltensten Fällen ist es auch fruchtbar, dass man sagt, jetzt vor allem nach 30-Jährigen, dass man dort eine Ausnahmebewilligung bekommt, dass man dort noch bauen darf. Weil es ist so, sobald Sie ein Objekt in ein Wasser reinsetzen, verdrängen Sie Wasser und das verdrängte Wasser muss auf Ihren Grund verbraucht werden und darf jetzt den Nachbarn nicht beeinträchtigen. Und das ist aber bei der Fülle an Wasser, Hochwasser, mit der zu rechnen ist, leider nicht machbar. Und so gesehen wird es eine generelle Flächenwidmungsplanänderung geben. Was bedeutet das? Das heißt, es gibt sogenannte Wasseranschlagslinien. Das sieht ja jetzt keiner, wie die Auflösung jetzt auf der Woche sieht, wenn ich das vorstellen kann. Wenn Sie mal so einen Einblick nehmen, da hier mit diesen blauen Teilen da hier, das ist zum Beispiel so sogenannte Hochwasseranschlagslinien, kannst du es nicht erkennen, ob das jetzt 30 oder 100 Jahre ist, aber auf jeden Fall all diese Anschlagslinien für das gesamte Gebiet müssen angepasst werden. Und weil man gesagt hat, ja, wieso dauert das so lang, wieso geht da nichts weiter, das liegt nicht in unserer Hand, sondern es liegt in der Hand von den Experten, das heißt von den Wasserbautechnikern, die das alles genau berechnen müssen für viele Grundstücke, damit man nachher weiß, wie diese Hochwasseranschlagslinie nachher dann anzugehen ist. Und dazu ist es notwendig, dass alle Bäche, die in Liebach, alle Bäche, die Liebach betreffen, dass diese nachher dann dementsprechend von Experten berechnet werden, wie weit die
ausufern und in welchen Maßen ausufern. Und diese Anschlusslinien werden dann in den Flächenbildungsplan neu übertragen. Ich gehe mal davon aus, dass wir bis Mitte, Ende nächsten Jahres dann alle Daten beisammen haben werden, was jetzt die Hochwasseranschlusslinien anlangt. Es kommt ja noch ein weiteres Problem dazu, nämlich es gibt immer mehr Auflauf. Und zwar, wir haben da hier die Backerstraßen, wie Sie sehen, und entlang der Backerstraßen ist es so, dass alle Landesstraßen generell jetzt überprüft werden müssen auf ihre Lärmemissionen. Das heißt, wie viel Lärm das sich dort ausbreitet, und dementsprechend müssen dann sogenannte auch Lärmanschlagslinien noch eingetragen werden oder eine Lärmkarte übertragen werden, die im Flächenbildungsplan aber dann für jeden, der Einblick nehmen möchte, noch dann ersichtlich ist, dass er weiß, was davon dort laufen oder beziehungsweise mit welchen Auflagen ist das Ganze verbunden. Sie sehen schon, dass das Ganze sehr, sehr umfassend ist und nicht in wenigen Worten erklärbar. Aber ich hoffe, dass Sie da jetzt ein bisschen einen Überblick haben. Und ich kann Sie nur bitten, wann immer Sie vorhaben, irgendetwas zu bauen, auf ein bestehendes Grundstück oder was auch immer, oder Sie möchten was kaufen in Liebhof, kommen Sie zuerst zur Gemeinde bitte, zu Frau Kahn, zu Frau Leitenfeld oder zum Herrn Joder oder zu mir und erkundigen Sie sich genau darüber, wie dort die Situation ausschaut. Vor allem jetzt in der Übergangsphase, wo es jetzt noch nicht den neuen Flächenbildungsplan gibt, so ist es trotzdem jetzt viel, viel wichtiger zu schauen, wenn man ja noch nicht alles weiß, was auf einen zukommen kann und es dann genau noch auf Ihr Grundstück dann übertragen kann und schauen kann, welche Maßnahmen Sie treffen müssen, dass Sie da sicher sein, dass Sie nicht ein Investment treffen, das Sie auch unter Umständen nicht umsetzen können. Ja, auch ein altes Thema auch. Ich habe es deshalb jetzt darauf genommen, nicht weil es viel mehr neue Sachen gibt, aber sagen wir mal so, es gibt das, wenn das große Rückhaltebecken gebaut wird, und ich sage mal, davon können wir alle ausgehen, dass es mit nächsten Jahres umgesetzt wird, dann ist es so, dass wir natürlich im Zuge der Flächenbildungsplanänderung dann dementsprechend auch dann das verwunderte Gebiet unterhalb vom Damm noch dann in wesentlichen Teilen als Baumlandfläche ausweisen können. Was bedeutet das jetzt für uns? Die Gemeinde besitzt dort rund 2 Hektar Grund. Entschuldigung. Besitzt rund 2 Hektar Grund und dieser Grund ist natürlich dann dementsprechend geldwert und es sind jetzt aber hier auch schon einige Genossenschaften gewesen, die angefragt haben, ob sie dieses Grundstück kaufen können, weil dort werden wir unsere sportlichen Aktivitäten in Zukunft dann weiterführen können. Dazu ist es notwendig, dass wir natürlich einen anderen Platz finden. Nur eins ist auch wichtig, die Finanzierung muss natürlich auch gesichert sein, und wir werden gesichert durch den Verkauf dieses Grundstücks. Areals. Man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass man nachher dann beim neuen Standort, ich habe da bereits 2 Zusammenangebote bekommen, die sehr, sehr gut sind, wo man dann in der ersten Phase das Ganze ankaufen kann und zumindest einen Sportplatz schaffen kann, wo man spielen kann und wo man keine Einschränkung dementsprechend hat. Das Wesentliche bei diesem Sport und Freizeit, bei dieser Sport- und Freizeitanlage wäre, dass es in mehreren Stufen dann aufgebaut wird und dass es jetzt nicht nur ein Fußballplatz ist, sondern dass halt möglichst viele Sportarten dort ausgeübt werden können, ein Spielplatz ist und dass vor allem auch andere Aktivitäten spazieren gehen und ja, sich einfach an der Natur erfreuen, dass man das nachher einfach machen kann. Das sind ein paar Studien aus dem letzten Jahr, die man bereits jetzt schon kennt. Gut, wir sind jetzt relativ flott unterwegs, sonst eine knappe Stunde benötigt. Wir kommen dann noch.